Hallo, heute sprechen wir über das Wort Ausführen. Ein Wort, verschiedene Bedeutungen. Das Wort Ausführen hat zumindest 4 Bedeutungen, die ich im Duden gefunden habe. Und die möchte ich euch erzählen. Nicht jeder sucht nach jedem Wort im Duden, aber vielleicht also könnt ihr euch das besser merken, wenn ich euch das einmal erzähle. Zuerst ein bisschen Grammatik. Ausführen ist ein trennbares Verb. Das bedeutet, das Präfix aus trennt man. Ich führe aus und im Perfekt klingt es so, ich habe ausgeführt. Die erste Bedeutung ist jemanden ins Freie führen oder Gassi führen. Die Menschen, die einen Hund haben, also haben bestimmt gehört, also sie hat den Hund ausgeführt oder sie führt morgens und abends ihren Hund aus. Zweite Bedeutung ist ein bisschen im übertragenen Sinne, es ist nicht Gassi gehen, aber einen Menschen kann man auch ausführen. Zum Beispiel meine Freundin sitzt immer zu Hause am Computer, ich muss sie mal ausführen. Wir gehen heute ins Kino oder wir gehen heute essen. Man kann auch im anderen Sinne Menschen ausführen. Früher hat man das gemacht, also die Mädchen, die schon ein bisschen also erwachsener wurden, wurden von ihren Eltern zum Ball oder in die Gesellschaft ausgeführt. Das heißt, sich den Menschen zeigen, also sich schön präsentieren und vielleicht dabei noch einen richtigen Mann finden. Ausführen kann man nicht nur Menschen, man kann auch Kleidung ausführen, Kleidung oder irgendwelche Sachen. Das im Prinzip auch also jemandem etwas präsentieren, zeigen. Ich habe mir ein schönes Kleid gekauft, das hängt die ganze Zeit im Schrank. Ich muss es endlich mal ausführen. Das bedeutet, ich muss das anziehen und meinen Freundinnen zeigen, und damit das Kleid auch nie so traurig im Schrank hängen bleibt. Bedeutung Nummer 2 ist etwas aus dem Land bringen oder exportieren. Man kann die Ware ausführen. Für diejenigen, die im Im- und Export arbeiten, also ist dieses Wort sehr bekannt. Also Getreide ausführen oder Südfrüchte ausführen. Weitere Bedeutung, Bedeutung Nummer 3, ist etwas realisieren oder verwirklichen. Man kann ein Vorhaben oder einen Plan ausführen. Dann kann man einen Auftrag gemäß tun oder vollziehen. Zum Beispiel einen Befehl, eine Order oder eine übertragene Aufgabe ausführen. Übrigens, die Exekutive heißt auf Deutsch die ausführende Gewalt. Dann kommt die Bedeutung etwas machen oder erledigen. Eine Reparatur kann man machen oder man kann die Reparatur ausführen. Also das klingt ein bisschen formeller. Oder was man in einem Arbeitszeugnis lesen kann, also alle Arbeiten zu voller Zufriedenheit ausführen. Weitere Bedeutung ist, Einzelheiten ausarbeiten und vollenden. Zum Beispiel der Schluss des vierten Aktes ist in dem Dichter nicht ausgeführt, von dem Dichter nicht ausgeführt worden. Oder ein Bild in Öl- und Wasserfarben oder in Wasserfarben ausführen. Und die letzte Bedeutung also im Sinne von machen, zum Beispiel Tanzschritte ausführen oder im Fußball einen Freistoß oder einen Eckstoß ausführen. Ich hoffe, das war interessant für euch. Also falls ihr das nachlesen wollt, also das ganze Handout findet ihr unter dem Video, und schreibt mir gerne, ob ihr das gefallen hat oder nicht. Tschüss!